wird ja sehr oft verglichen mit Olaplex. Alle schwärmen davon. Ich finde die Foundation bzw. Foundation Powder ein absoluter Flop. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich gebe euch heute eine DM Haul Review und zwar sind das die Produkte, die ich immer wieder bei meinem Drogeriemontag auf Instagram in den Reels teste. Da nehme ich ja jede Woche die neuen Drogerie-Highlights, seien es Haarprodukte, Pflegeprodukte, Make-up-Produkte, unter die Lupe und teste sie. Und jetzt habe ich die meisten Produkte, jedenfalls die, die ich euch hier jetzt im Video zeige, längerfristig getestet und gebe euch Feedback dazu. Wir starten mit den Pflegeprodukten. Und zwar hat Alverdea das Zwei-Phasen-Micellenwasser herausgebracht. Reinigung und Pflege für Gesicht, Augen und Lippen. Mit Bio-Aloe Vera und Bio-Gurke. Ist für jede Haut, entfernt sanft wasserfestes Make-up. Muss ich auch wirklich sagen, es entfernt wirklich gut Make-up-Reste. Ich benutze das Micellenwasser jetzt nicht ausschließlich, um mich abzuschminken, sondern gehe nach dem Abschminken nochmal über das Gesicht. Und es ist wirklich Wahnsinn, was da nochmal runterkommt. Also das Micellenwasser holt ja nochmal einiges runter. Das Gesicht fühlt sich so richtig leicht prickelnd an, richtig schön. Es glowt ganz leicht. Es ist wirklich ein sehr schönes, pflegendes Gefühl, finde ich. Also für mich eine riesengroße Empfehlung. Kann ich sehr empfehlen. Würde ich mir tatsächlich auch wieder nachkaufen. Weiter geht's mit Nivea. Nivea hat ja Derma Skincare Produkte herausgebracht. Ich habe hier das Nachtpeeling Serum getestet. Hier ist 8% Salicyl und Glykolsäure drin und auch Niacinamide. Also perfekt für eine Haut, die so zu Unreinheiten neigt. Gleichzeitig muss ich aber sagen, meistens ist eine Haut, die zu Unreinheiten neigt, ja auch damit verbunden, dass sie eher empfindlicher ist. Meine Haut beispielsweise ist ja, wie ihr wisst, sehr sensibel und empfindlich und bei mir brennt das Produkt leider manchmal. Ich habe einige Tage, da kann ich es wirklich gut benutzen und einige Tage, wo ich mir denke, ich will es am liebsten gerade abwaschen. Deswegen ist es nicht so eine große Empfehlung. Man muss definitiv aufpassen, definitiv erstmal an einer kleinen Stelle im Gesicht testen, wie man darauf reagiert. Bei mir ist es immer so ein Auf und Ab. Wenn ich das Produkt gut vertrage, finde ich es auch wirklich gut. Es hat einen pflegenden Effekt und die Haut fühlt sich danach glatter und gepeelter an. Also wirklich ein schönes Ergebnis. Aber es ist schon sehr angreifend für die Haut. Also nichts für sensible und empfindliche Haut. Alverde hatte ja Anfang des Jahres den Gesichtsroller Rosenquarz herausgebracht. Erfrischt und revitalisiert. Ich bin echt ein großer Fan davon. Es ist jetzt nicht so super pflegend. Ich werde es mir auch nicht nochmal nachkaufen. Das Gute ist, hier ist so ein Roller, der richtig schön kühlend ist. Also perfekt für Leute, die Schwellungen am Auge haben, die auch mit dickeren Tränensäcken zu kämpfen haben. Und das reduziert, finde ich, schon mal so ein bisschen die Schwellungen. Ist super angenehm, vor allem morgens, wenn man das auf die Augenringe aufträgt. Zieht auch sehr schnell ein, verträgt sich danach mit Make-up und Concealer und ist generell sehr verträglich mit der Haut. Sehr angenehm, sehr sanft, aber es ist, wie gesagt, kein riesengroßer Pflegeeffekt vorhanden. Von daher würde ich mir das nächste Mal das Geld sparen, aber es ist nice to have. Dann gibt es ja auch die Handcreme von Alverde, Express-Handcreme mit Bio-Rosmarin und Bio-Zitronenmelisse für normale Haut. Ist in meinem DM tatsächlich eigentlich immer ausverkauft. Also ich hatte ja damals auch schon Schwierigkeiten, die Handcreme zu bekommen und hier muss ich auch sagen, das ist eine richtig schöne Handcreme. Also mit meine liebste Handcreme aus der Drogerie. Zieht sehr schnell ein. Man sieht hier auch schon, hinterlässt eigentlich kaum weiße Schliere. Der Geruch ist extrem gut, riecht richtig frisch. So eine kleine Mischung, wie alle Alverde-Produkte riechen. Ich finde, Alverde hat ja so einen Eigengeruch. Aber es riecht halt auch richtig frisch nach Zitronenmelisse. Ein richtig angenehmer Geruch. Sofort eigentlich eingezogen. Hinterlässt so ein ganz leichten, pflegenden Film, also so einen zartmachenden Film über den Händen. Ich finde aber nicht unbedingt, dass es die Hände schwitzig macht, aber es ist einfach ein richtig schönes Produkt. Also für mich somit die beste Handcreme tatsächlich. Riesengroße Empfehlung. Wir machen mal weiter mit den Make-up-Produkten. Da gibt es auch einige, die ich zuletzt getestet habe und freue mich auch schon richtig auf die neue Wohnung, denn da habe ich dann wieder so einen richtigen Schwingbereich. Wir ziehen ja jetzt gerade um, also falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, schaut auf unserem Vlog-Kanal vorbei. Wir sind gerade mitten im Umzug, da kommen gerade immer Montags und freitags neue Vlog zum Umzug oder natürlich auch auf Instagram. Da nehme ich euch ja auch jeden Tag mit in der Story und da seht ihr auch die ganzen Fortschritte tatsächlich daily. Und wir machen da gerade einiges und haben hier auch bald die Wohnungsübergabe, müssen hier jetzt alles leerräumen, fresh machen. Und vor allem das Spannende ist aber in einer neuen Wohnung, wie wir uns einrichten, weil wir uns tatsächlich recht doll vergrößert haben. Und wir sind so verliebt in die neue Wohnung, vor allem auch in den Kamin und ja. Schaut einfach sonst selbst vorbei, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Cindy und Phil heißt der Vlog-Kanal und auf
Instagram findet ihr mich auch unter dem Namen Cindy Jane. Aber da habe ich endlich einen richtig großen Schminkbereich, wo ich auch alles richtig schön sortieren kann. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, was mit in meine Schminksammlung wandern wird, von L'Oreal Prime Lab. Das ist ein 24-Hour Pore Minimizer. Hier ist 1% AHA plus LHA plus BHA-Komplex mit drin. Macht einen Weichzeichner-Effekt, reduziert gleichzeitig auch Poren. Erinnert mich sehr an den Primer von Asam Beauty, der ja um einiges teurer ist. Und tatsächlich ist dieses Produkt bei mir nonstop im DM ausverkauft. Ich habe letztens auch tatsächlich mal im Geschäft nachgefragt, eine Mitarbeiterin, und sie meinte auch, das ist ein Produkt, was die ganze Zeit bei denen vergriffen ist. Das Einzige, was die immer vorliegen haben, sind die Tester, aber das Produkt ist wirklich so beliebt und zu Recht finde ich, dass es bei mir eigentlich in keiner Drogerie aktuell zu finden ist. Online gibt es das auf jeden Fall noch beim DM zu bestellen. Aber das ist wirklich eine richtig schöne Base, auch theoretisch ohne Foundation drüber. Man kann das Produkt einfach auch so auftragen. Wie gesagt, ich finde, das ähnelt sehr dem Primer von Asam Beauty, Magic Finish, weil es einfach einen richtigen Weichzeichner über das Gesicht legt und gleichzeitig halt die ganzen Poren kaschiert, minimiert, wegzaubert. Mit Make-up hinterher sieht es halt wirklich sehr ebenmäßig aus. Aber wenn man jetzt kein Freund von Foundation ist, sondern einfach so ein ebenmäßigeres Hautbild gerne hätte, probiert das echt mal aus. Große Empfehlung. Und dann gibt es aber auch zwei Make-up-Produkte, die ich zuletzt getestet habe. Das ist ein sehr gehyptes Produkt von Maybelline Superstay 24-Hour Hybrid Powder Foundation. Auf und ab ging diese Foundation bei mir im Instagram-Feed, auf TikTok. Alle schwärmen davon. Ich finde die Foundation bzw. Foundation Powder ein absoluter Flop. Also für mich überhaupt nichts. Bei mir sieht es nicht ebenmäßiger aus. Bei mir ist nicht dieser Weichzeichner-Effekt. Bei mir wirkt es einfach trocken und fleckig und dunkel tatsächlich dann auch noch den Tag über nach. Also ich finde, mehr Flop geht es leider nicht. Deswegen, ich kann den Hype leider nicht verstehen. Mit meiner Haut verträgt sich das irgendwie so gar nicht. Es ist wirklich katastrophal, dass ich mich danach direkt abschminken möchte. Vor allem am Anfang, direkt nach dem Auftragen, sieht man es schon, wie sich das so ganz komisch absetzt und trockene Stellen im Gesicht hervorruft, die ich vorher einfach gar nicht gesehen habe. Und im Laufe des Tages wird es halt immer schlimmer. Deswegen, ich würde da tatsächlich die Finger von lassen. Dafür aber eine riesengroße Empfehlung. Wisst ihr ja auch, habe ich euch auch schon mal gezeigt, von Catrice Nude Drop Tinted Serum Foundation. Ist für mich ein richtig guter Dupe zu der Dior Forever Skin Foundation. Macht ein richtig ebenmäßiges Hautbild. Habe ich auch jetzt gerade drauf. Überhaupt das ganze Make-up, was ihr hier jetzt eigentlich seht, ist mit den Produkten auch geschminkt, die ich euch hier jetzt gleich im Video zeigen werde. In der Foundation ist nämlich auch Hyaluronic Acid drin und Vitamin E und spendet halt richtig schön Feuchtigkeit. Also perfekt für so Mischhaut, vielleicht auch trockene Haut. Dunkelt bei mir nicht nach, setzt sich nicht ab, wird im Laufe des Tages nicht cakey, es sitzt einfach den ganzen Tag richtig toll. Und je nachdem, wie viel man aufträgt, kann man halt selbst bestimmen, wie deckend das Ganze ist. Egal, ob man ein bisschen aufträgt, egal, ob man richtig reinhaut und richtig abdecken will, das Make-up sitzt bei mir wirklich sehr, sehr, sehr lange. Dann auch eine Mascara, die von Maybelline herausgekommen ist, The Colossal After Dark. Das ist die Curl Bounce Mascara. Hat ein sehr weiches Bürstchen. Für mich ein bisschen zu weich. Das ist auch ein Minuspunkt, denn ich finde, bei mir greift es nicht so gut die Wimpern. Also ich habe ganz leichte Probleme beim Tuschen, weil ich den Wimpern nicht so kämmen kann, wie ich möchte, weil die Mascara einfach zu viel Widerstand hat. Also die federt mir zu doll zurück, sodass ich keine richtige hundertprozentige Gewalt über das Bürstchen habe. Aber das ist auch wirklich der einzige Minuspunkt. Ich finde die Mascara hammermäßig. Für mich mit die beste Mascara. Zuletzt ist ja auch von L'Oreal die Telescopic Mascara herausgekommen. Könnte ich auch mit in das Video nehmen, hatte ich euch ja hier aber auch schon auf YouTube gezeigt. Das war ja jetzt nicht so ein ausschließliches Instagram-Produkt, was ihr hier noch gar nicht gesehen habt. Und die Mascara finde ich noch besser. Die L'Oreal Telescopic Mascara ist für mich somit die beste Mascara, die es in der Drogerie gibt. Die hat es jetzt tatsächlich aber auf Platz 2 geschafft. Also für mich mit die zweitbeste Mascara aktuell aus der Drogerie. Und ihr wisst, ich teste ja immer wirklich eigentlich alles. Also hat schon was zu bedeuten, weil ich finde eigentlich selten Mascaras. Bisher war ich immer ein großer Fan von Catrice. Die haben wunderschöne Wimperntuschen, aber aktuell Platz 1 L'Oreal Telescopic. Platz 2 auf jeden Fall die. Gibt richtig Fülle, Volumen und gleichzeitig auch Länge, ohne die Wimpern zu verkleben, sondern trennt die richtig schön. Also macht eigentlich so einen False-Lash-Effekt, finde ich. Und auch von Maybelline
Superstay Vinyl Ink. Sind ja neue Lippenprodukte. Ich habe hier die Farbe 35 Shiki. Eine wirklich sehr schöne Farbe. Ich finde, man kann auch super gut mit dem Bürstchen umgehen. Man kann sich gut die Ränder zeichnen, auch wenn man keinen Lip Liner drunter packt. Es klappt damit halt auch wirklich sehr gut. Also man kann super damit arbeiten. Einziger Minuspunkt ist, trocknet halt nicht zu 100%. Es färbt immer ein bisschen ab. Ich fühle mich damit nicht sicher. Ich fühle es die ganze Zeit auf den Lippen. Es fühlt sich halt nicht so unbeschwert an, sondern es fühlt sich einfach an, als hätte ich etwas leicht Bappendes, Klebendes auf den Lippen, was für mich halt ein Minuspunkt ist. Aber ansonsten super schönes Produkt. Würde ich mir jetzt aber nicht nochmal nachkaufen. Ich finde, es gibt bessere Produkte aus der Drogerie, was die Lippen angeht. Aber auch der Farbton ist sehr schön. Also Farbton auf jeden Fall auch, großes Plus. Ist halt super schön natürlich und ihr wisst, das mag ich eigentlich immer ganz gerne. Catrice hat ja die Intense Matte Lip Pens herausgebracht. Einziger Nachteil, sie werden sehr schnell stumpf, weil sie so cremig sind. Und das ist aber auch wieder der große Pluspunkt. Also sie sind richtig schön cremig. Aber dadurch muss man sie recht häufig anspitzen. Also die malen sich schon sehr schnell runter. Kann man auch komplett als Lippenstift verwenden. Hält richtig lange. Man kann super damit zeichnen. Super damit die Lippen umranden. Ich benutze das am liebsten aktuell. Das ist die Farbe 60 Mocha Me Happy. Ist für mich somit die schönste Farbe aktuell. Also benutze ich sehr gerne, weil man die einfach sehr vielfältig verwenden kann. Zu hellen Nude-Produkten, zu dunkleren Lippenstiften, zu Rosatönen. Ich finde, das ist eine Lippenfarbe als Lip Liner, die einfach immer passt zuletzt bei mir. Also sehr große Empfehlung, bin ich sehr glücklich mit. Auch wenn man das komplett nutzt, um die Lippen auszuzeichnen. Habe ich auch schon oft gemacht. Mag ich auch sehr gerne, hält auch lange, verschmiert nicht und ich finde, es sieht halt wirklich auch gut aus. Ich habe hierüber übrigens in der Mitte von Asam Beauty Magic Finish Ultimate Lip Gloss aufgetragen in der Farbe Cream Cashmere. Dann die Haarprodukte. Einmal eine Spülung von Balea Farbglanz mit Pfingstrosenduft Color and Care Formel ohne Silikone. Ist extra für koloriertes oder getöntes Haar. Gibt es auch noch in der blauen Version. Die heißt nicht Farbglanz, sondern Feuchtigkeit. Habe ich auch getestet. Finde ich um einiges besser. Das ist eine Empfehlung. Das hier aber leider nicht. Also das ist eine Spülung, die ich einfach nicht gut fand. Ich mochte den Geruch nicht wirklich. Also ganz komisch. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von Pfingstrosen. Riecht für mich einfach nicht wirklich nach Pfingstrose. Und ist halt für mich ein eher cremiger Geruch. Ist jetzt auch kein sehr auffälliger Geruch. Ich mag halt immer, wenn die Haare eigentlich gut riechen. Davon hat man eigentlich im Nachhinein nichts. Es hat die Haare bei mir nicht leicht erkennbar gemacht. Sie sahen danach nicht gepflegter aus. Es war leider so ein kaum sichtbarer Effekt. Deswegen für mich leider keine Empfehlung. Hat bei mir nicht geholfen. Hat auch keinen Effekt erzielt. Deswegen würde ich es mir nicht nochmal nachkaufen. Dann auch eine Spülung von Balea, die Plex Care Spülung. Wird ja sehr oft verglichen mit Olaplex. Ist für mich ähnlich. Also kann schon sein. Ist ein ähnliches Produkt. Ist schon ein bisschen ein Dupe, aber Olaplex ist halt natürlich immer schwer zu vergleichen. Ich finde ja zum Beispiel auch, dass das eine Haaröl, was neu von Balea rausgekommen ist, sehr dem Haaröl von Olaplex ähnelt. Aber da waren die Meinungen auch sehr zwiegespalten und gingen auseinander. Also muss man halt für sich gucken. Ist auf jeden Fall ähnlich von der Aufmachung her und von der Wirkung. Hilft Lücken in der geschädigten Haarstruktur wieder aufzufüllen für chemisch behandeltes und geschädigtes Haar. Intense Repair Technologie mit dreifach Proteinkomplex und Aminosäuren ist wirklich gut. Also ich bin ja auch ein riesengroßer Fan von Olaplex und weil ich ja eben schon gesagt habe, es ist halt schon recht ähnlich. Sehr gut. Krasse Empfehlung. Für den Preis macht die Haare richtig schön. Man merkt dadurch einen Effekt. Die Haare sehen gepflegter aus. Nicht mehr so viel Spliss, also nicht mehr so dieses Trockene in den Spitzen, finde ich. Und der Geruch ist halt jetzt nicht so super bombastisch gut. Also über den Geruch brauchen wir uns auch nicht streiten. Finde ich halt nicht so toll. Aber die Haare lassen sich sehr gut damit durchkämmen. Also für den Preis große Empfehlung. Und dann aber auch das Leicht-Kämm-Spray. Hat man auch immer wieder zuletzt, finde ich, in den YouTube-Videos, auf Instagram, auf TikTok wo auch immer gesehen. Von Balea ohne zu beschweren. Keine Knoten, wenig Ziepen für jedes Haar. Finde ich in Ordnung. Ist aber für mich ein unnötiges Produkt, um es mal so zu sagen. Denn wenn man die richtige Spülung verwendet oder die richtige Haarkur, die richtige Maske, was auch immer, braucht man, finde ich, einfach nicht dieses Produkt. Und ich habe halt schon blondiertes, sehr strapaziertes Haar, was in den Spitzen oft sehr trocken ist. Ich habe oft Probleme, die Haare durchzukämmen. Aber wie gesagt, wenn ich die richtigen Pflegeprodukte in der Haarwäsche benutze, sollten diese Probleme eigentlich nicht sein. Macht tatsächlich den Effekt. Ich finde, die Haare lassen sich definitiv leichter damit durchkämmen.
Aber wie gesagt, ob es sein muss, also für Locken zum Beispiel, also für einige unter euch, die vielleicht wirklich richtig Probleme haben, für die ist das bestimmt etwas, aber für Leute, die eigentlich so eine eher glattere Haarstruktur haben, ist das ein unnötiges Produkt, finde ich. Aber wie gesagt, Locken könnten da tatsächlich ein großes Thema sein. Wenn man es nämlich draufsprüht, es ist kein Beschwerden in den Haaren, es macht die Haare nicht fettig oder so. Sie lassen sich einfach besser durchkämmen. Das ist der einzige Effekt. Dann auch von Pantene Pro-V, das Ultra Strong Hold Haarspray. Hat die Stufe 5 und ich muss tatsächlich sagen, ich war lange nicht mehr so begeistert mit einem Haarspray wie mit diesem hier. Ich muss aber auch sagen, ich benutze eigentlich nie wirklich Haarspray. Es riecht aber auch sehr gut, also sehr frisch für einen Haarspray. Ich mag den Geruch, macht auch wirklich Halt. Also vor allem für diese sleeky Frisuren, wo man etwas Glattes hinbekommen möchte, Zopffrisuren, Duttfrisuren, dafür ist es mega gut geeignet. Denn ich finde, es verklebt halt ganz leicht die Haare. Also im offenen Haar merkt man das vor allem. Und es ist sehr vergleichbar mit einem Haarlack. Also es hat wirklich einen sehr starken Halt. Wer das mag und wer das sucht für diese sleeky Zopffrisuren zum Beispiel, wie schon gesagt, ein super Produkt. Also kann ich sehr empfehlen. Für offene Haare kann ich es nicht empfehlen, verklebt zu doll. Und jetzt auch ganz neu von Garnier Fructis, der Schadenlöscher, veganes Keratin Leave-In, reparierendes Multi-Use-Spray. Extra für geschädigtes Haar, hier ist Amlaöl mit drin und pflanzliche Keraproteine. Hier ist auch gleichzeitig ein Hitzeschutz mit drin, also riesengroßes Plus, finde ich. Schützt bis zu 230 Grad, sprüht man nach der Haarwäsche in die feuchten Haare, der Geruch ist mega gut, also bin ich ein großer Fan, riecht auch so ganz leicht nach Pfirsich, finde ich. Und ich finde auch generell, das ist ein schönes Leave-In-Produkt. Die Haare lassen sich besser durchkämmen. Wirklich hier zum Beispiel gleicher Effekt wie mit dem Leicht-Kämm-Spray. Nur, dass die Haare damit auch gleichzeitig gepflegter aussehen. Es bleibt, wie gesagt, dieser richtig angenehme Geruch mit in den Haaren. Und danach brauche ich meistens auch gar kein Haaröl mehr oder so, weil es halt die Haare so richtig angenehm gepflegt aussehen lässt. Nicht zu überpflegt, sondern genau die goldene Mitte, also genau perfekt. Und es macht die Haare aber auch nicht fettig. Ich habe es jetzt aber, muss ich auch sagen, nie direkt in den Ansatz gesprüht. Dafür hatte ich zu viel Angst. Ich habe es immer so ab hier, also ab Haarmitte in die Längen eher und in die Spitzen gesprüht. Und dafür war es halt perfekt geeignet. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wie gesagt, es ist alles in der Infobox verlinkt. Unser Podcast, unser Vlog-Kanal, Instagram, was auch immer. Also schaut auch gerne in der Infobox vorbei. Und wir sehen uns hier ansonsten ganz bald wieder zu einem nächsten Video. Hier kommen ja immer Mittwoch und Sonntag neue Videos um 18:30 Uhr online. Also bis dann. Tschüss.